Besitzer Herr Sascha Mais aus Bonn, die Maße 144-010. Dahinter die Kopfnummer 6, diese Stute von Dilar Harvard, Züchterbesitzer Wolfgang Hofenwitzer. Auch die Stute hat sich hervorragend weiterentwickelt, tritt heute hier sehr, sehr gut auf, in der Bewegung eine ganze Klasse besser als auf der Kreisschau. Sehr schön in der Typprägung, sehr gut herausgebracht. Fleißiger Schritt, effektvoller, guter Trab. Sicher ein Pferd, das heute hier erheblich höhere Noten bekommt als bei der Kreisschau. Die Bewegung sehr taktsicher über den Körper. 1B, erster Platz. Dahinter die Kopfnummer 8, Deleni von Vasco. Eine ganz kleine Idee, Kopf betont. Das Auge könnte eine Idee größer sein. Sehr harmonisch im Körper, geregelt im Gang. Erster Preis. Und erster Preis auch für die sehr große Stute Cosma von Twirlo. Hier ein minimaler Mangel im Vorderbein. Taktsicher im Gang. Sehr groß angelegte Stute der bewährten Zuchtstätte Heuter. Hier auch mit der Katalog Nummer 9 an der Spitze geht. Also die beiden Anfahrt. Die Lotta, eine Igor-Tochter
die Mutter von Merkur, Kino und Mochtal. Züchter und Besitzer sind die Eheleute Richter, Nebenrichter aus Bünken-Beul. Die Maße der Schule von 1972-19. So, wir haben hier Weihnachtslied-Katalog Nummer 10, Züchter und Besitzer, die Eheleute Leben Richter aus Birkenboll. Leider heute durch einen Stau etwas später hier. Eine sehr schöne Stute wie die Lotta von Igor Merkur. Wir haben diese Stute selbstverständlich auch hier mit dem ersten Preis bei der Liedeshow auszeichnen können. Hervorragend im Zustand. Familie Leben Richter seit vielen, vielen Jahren. Erfolgreiche Züchter in Rheinland und Frau Lehnrichter hat ja auch zahlreiche Fjordpferde im Springsport herausgebracht, zu Zeiten, wo das noch gar nicht so üblich war, war das vor vielen Jahren eine ganz große Besonderheit und sie hatte häufig mit ihren Fjordpferden die Nase vorn und die Fachleute auf ihrer Seite. Heute hier eine sehr schöne Stute, sie wäre eben im Gesamtklassement sicherlich unter den ersten drei rangiert worden. Erster Preis für Ilocka. Vielen Dank. Carlotta von Quirlo aus der Hilo von Iliano. Die Zucht steht heute aus Gangelt. Im Jahr 2011 und 2012 konnte die Zuchtstätte zwei Ausnahmefohlen präsentieren und neben diesen ganggewaltigen Fohlen heute hier 2012 auch die überzeugende Siegerstufe der Eliteschau. Ihre Eintragungsnoten in Aachen bei der Kreisschau 8889 geben, glaube ich, deutlich wieder, dass diese Stute außergewöhnlich ist. Sie hat ein sehr, sehr schönes Gesicht, sie hat viel weiblichen Charme, aber man sieht ja auch schon ein klein wenig an, dass die Nächte etwas kühler waren, aber die Pferde sollen ja auch entsprechend gehalten werden, unsere sogenannten Robustpferde, die sollen ja auch entsprechend gehalten sein und dieses etwas schon leicht hochgestellte Haar wird ja sicherlich nicht angelastet. Die Stute hat einen tollen Schritt, hat einen ganz locker elastischen Gang. Und wenn sie einmal ganz, ganz, ganz starke, tolle Fjordpferde bewundern wollen, dann finden sie sich mal bei der Zuchtstätte heute in Gangelt ein. Hier werden tolle Fjorde gezüchtet mit Bewegung und Typ. Heute hier eine sehr schöne Siegerstute von eigenen Hengst Quirlo. Gratulation, Zuchtstätte heute zu diesem exzellenten Pferd. Und als Preis gab es für Sie einen Ehrenpreis, einen Siegpreis, verbunden mit dem Dank für diese Auszeichnung. Danke sehr, wir kommen zu den Abschluss.